Wir beginnen unser Abenteuer dort, wo ich meine Fleischhülse zurückgelassen hatte, und zwar am Lagerfeuer. Um den Tag entspannt zu starten und mal in eine tiefgründige Konversation mit meinen Homies zu versinken, schwinge ich mich an die Tafelrunde. Hören wir doch mal rein ins Gespräch. Ich beschließe, ein paar Schulden einzutreiben. Einfach mal zielgerichtet und ohne sich ablenken zu lassen, etwas für das Camp tun. Sich mal nützlich zu machen und... Oh mein Gott, ist das etwa ein abgebranntes Waldstück? Mein Loot-Instinkt sollte mich nicht im Stich lassen und ich konnte kurz darauf eine Broschüre für hochexplosive Brandsätze mein eigen nennen. Um der Redewendung, ich glaube, mich tritt ein Pferd, mal etwas auf den Grund zu gehen, verwechsel ich gekonnt die Taste des Aufsattelns mit der fürs Schlagen und ich glaube, meine Rippen haben dadurch einen literarischen Durchbruch erzielt. Doch die Rache meines Vierbeiners war damit noch nicht abgeschlossen und ich stolperte kurz darauf über so ein Puma-Raubtier-Dingvieh, woraufhin ich prompt in den Ring mit ihm geschmissen wurde. War keine angenehme Angelegenheit, sagen wir es mal so. Einige von euch hatten mir in den Kommentaren den Tipp gegeben, dass ich meinen Hut bei meinem Pferd wiederholen kann. Und bei dem Versuch, diesen gut gemeinten Rat in die Tat umzusetzen, habe ich erneut versehentlich drauf losgeboxt. Aber keine Sorge, wenn ihr denkt, es könnte nicht noch schlimmer werden, kommt ein Jodarum daher und schafft es schon wieder, die Taste fürs Aufsatteln zu verfehlen, sodass sich mein Ross erstmal komplett verabschiedete. War ein richtig guter Start in die Aufnahme, so viel kann ich euch verraten. Gut, wacker, 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 wackeln wir halt hinterher, treffen erfolgreich die richtige Taste und jetzt endlich, ohne weitere Verzögerungen oder Ablenkungen, ging's rein ins Schuldeneintreiben. Oh, guck doch mal eine Kutsche. Beim Vorbeireiten bedrohte mich der davorstehende Cowboy noch, woraufhin ich ihm das internationale Zeichen für... gab. Ich speicherte das Spiel. Zwei Schüsse und eine kurze Umrundung der Kutsche später war ich wieder auf meinem Weg, der mich nun wirklich zielgerichtet zu meiner Schuldeneintreibungsmission führen soll. Hey, 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 wow! Als Arthur wieder online war, ritt ich weiter und kam zu aller Leute Überraschung diesmal tatsächlich an meinem Ziel an. Ein freundlicher Plausch und eine kurze Begeisterung für den physikalisch korrekt funktionierenden Schaukelstuhl später trat ich um einige Wertgegenstände und einen Freund fürs Leben reicher wieder heraus und begann meinen Ritt zurück zum Lager. Auf diesem Weg kam ich erneut an dem verkohlten Wald vorbei und in der Hoffnung auf eine Revanche pirschte ich mich an das Raubtier an, tat so, als würde ich panisch in meinem Inventar nach etwas zum Heilen suchen, nur um dem Vieh dann ein zweites Arschloch zu schießen. Wieder im Lager sagte mir das Spiel, dass ich das Geld verwalte und darüber entscheide, wann und welche Upgrades gekauft werden, nur um dann zu sagen, dass ich jetzt doch mal langsam ein Upgrade kaufen soll. Dem Druck nicht standhalten, gab ich nach, kaufte irgend so eine Arznei-Upgrade-Mist und haute mich hin. Der nächste Tag begann mit mir, der erstmal dem kleinen Jackie auf die Nüsse ging, doch dann etwas viel Sinnvolleres tat, und zwar mein Vertrauen in den seit Tagen angebundenen und von uns maximal misshandelten Gefangenen zu legen, der auf einmal eine richtig hotte Spur zu einem Lager seiner ehemaligen Gang hatte. Arthur hier denkt allerdings nicht nach, er denkt vor. Ein Ansatz, den ich respektieren kann, und so machten wir uns zu viert auf, diesem Tipp mal nachzugaloppieren. Kurz abgelenkt durch die zirkusreifen Messerspielereien waren wir auch schon am Ort des Geschehens angekommen und das Spiel wollte mir hier klar und deutlich sagen, Bruder, Stealth ist angesagt. Und gerade noch so, bevor die arme Seele hier Holy Shit sagen konnte, sag ich ja gerade noch so, schenkte ich seinem Blutkreislauf einen neuen Springbrunnen. Da mein zweiter Vorname Sneaky ist, erledigten wir auch die nächsten beiden in allerbester Schleichmanier, nur mit gefährlicherem Spielzeug. Und da mein erster Vorname Trampelnde Brunnhilde ist, wurde ich kurz darauf entdeckt und wir begannen das bezaubernde Feuerwerk der metallischen Tanzschritte. Anders als in anderen Videospielen war ich einigermaßen beeindruckt über die spürbare Effektivität meiner Kumpanen, welche allerhand böse Buben erlegten und mir wirklich das Gefühl gaben, hier Seite an Seite mit bewaffneten Cowboys und nicht wie sonst so oft begleitet von Kindern mit Wasserpistolen zu kämpfen. Strategisch Schutz auf dem nächstbesten Stein gesucht, aktivierte ich Deadeye, die nach den Lasso-Künsten wohl zweitbeste Superkraft von Arthur, in welcher er die Zeit verlangsamen, seine Ziele anvisieren und dann einen entsprechenden Kugelhagel loslassen kann. Und damit konnten wir das Tanzbein auch erstmal wieder senken. Meine Wenigkeit sollte sich nun auf zur Holzhütte machen, um dort nach dem Bandenanführer zu suchen. Doch zunächst musste ich jeden einzelnen hier herumliegenden Körper looten, weil ich einfach Angstzustände bekomme, wenn ich diesem Drang nicht nachgehe. Letztendlich bei der Hütte angekommen, werden wir von der Weiterentwicklung eines Türstehers, dem Türschubser, überrascht, welcher anstatt mit Blei lieber mit einer Ladung Lachsalven schießt. Und das prompt bitter bereute. Den gesuchten Bandenanführer in der Hütte nicht gefunden, hat Arthur beim 1 und 1 zusammenzählen anscheinend einen geistigen Syntaxfehler angezeigt bekommen und beschuldigt unseren Ex-Knacki des Verrates, obwohl dieser ihm vor nicht mal 5 Sekunden das Leben gerettet hatte und die letzten Tage an einem Baum gefesselt in unserem Lager abhing. Wie soll er denn wissen, wo genau der Bandenanführer jetzt gerade ist? Nun gut, wir schicken ihn weg, er will bleiben, wir schicken ihn weg, er will sich unserer Gang anschließen, wir schicken ihn weg und jetzt ist er Mitglied unserer Bande. Noch fix das Geheimversteck im Kamin der Hütte leergesaugt, fand ich an diesem hängend eine zweiläufige Schrotflinte und richtig gallig darauf, diese mal auszutesten, machte ich mich auf die Suche nach einem freiwilligen Waldbewohner. Doch stattdessen ploppte plötzlich das Gesuchtsymbol auf und löste kurzzeitig eine maximale Verwirrung in mir aus.
was habe ich getan? Fragte ich mich auf einem Berg von Leichen stehend und dann kam auch schon das Gesetz angerollt. Und um nicht wieder Weirdo, der seine neue Flinte an unschuldigen Tieren testen will, hingestellt zu werden oder noch schlimmer für das Massaker hier belangt zu werden, machte ich mich mal ganz flott vom Acker. So flott, dass ich kurz darauf fast von der Klippe gestürzt wäre, was in meinem sicheren Tod durch Schwerkraft geendet hätte, da ich in all der Hektik natürlich vergessen hatte, mein Pegasus artgerecht mit Red Bull zu tanken. Oh Leute, wisst ihr, was diese Szenerie hier noch schöner machen würde? Umweltverschmutzung. Oh yeah. Da ich sowieso so weit ab vom Schlag war, beschloss ich auf meinem Rückweg einen kleinen Schlenker zu machen, um weitere Schulden einzutreiben. Auf diesem Weg begegnete mir noch ein freundlicher Howdy-Mann. Und da meine Neugierde für die unten auf ploppende Aktion mal wieder meinen gesunden Menschenverstand überschattete, sprang Arthur wie befohlen zum anderen Pferd rüber und schubste seinen Reiter zu Boden. Der Dude machte umgehend den Fehler, meine Lasso-Skills zu unterschätzen. Was er wohl so schnell nicht nochmal tun wird. Seinem stabilen Mustache sei Dank stellte ich aber nichts Schlimmeres mit ihm an und plünderte sogar nicht mal seine Taschen, was ein Kompliment sondergleichen ist, wenn man wehrlos vor mir auf dem Boden rumliegt. Ich ließ den Lümmel laufen, blickte ihm aber noch in der Hoffnung nach, dass er sich noch einmal zu mir umdrehen und mir seine Gesichtsbehaarung zeigen würde. Doch sein Blick blieb nach vorne gerichtet und meiner wanderte wie von alleine zum Schießeisen. Ich ritt an dieser Belagerung hier vorbei und natürlich froh darüber, nun endlich meine neue Flinte austesten zu können, stürzte ich mich rein ins Getümmel. Und was soll ich sagen? Die wumst echt gut rein. Jetzt schon eine innige Verbindung spüren, schrubbte ich mein gutes Stück an Ort und Stelle mit etwas Öl ein und dieses Gerät dann in der Hand halten, wollte ich mir noch ein Danke für die soeben so grandios weggeballerten Banditen abholen. Aber keiner würdigte mich auch nur eines Blickes und so ritt ich weiter. Aber nicht viel weiter, denn es offenbarte sich mir eine Kutsche und ein Gelager von Herumlungerern, die mich nicht passieren lassen wollten. Gerade einfach nur mal Bock, ein bisschen Progress zu machen, ohne alle zwei Sekunden in eine Schießerei verwickelt zu werden, beschloss ich, deren Bitte nachzukommen und einen Bogen um die Brücke herum zu machen, als die auf einmal das Feuer auf mich eröffneten. Die wissen wohl nicht, dass die es hier mit dem wandelnden Chaos-Katalysator himself zu tun haben, der frisch erleichtert mit klarem Verstand und einer Flinte in der Hand gerade ja mal so maximal ready ist, den Begriff der blitzartigen Existenzminimierung näher zu bringen. Der erste rannte auch prompt auf mich zu, eine bemerkenswerte Strategie für so ein hirnloses Weichtier, und wurde hierfür mit einer Gratisportion Blei belohnt. Da ich diesen hinterlistigen Angriff sehr persönlich genommen hatte, wollte ich das mal vom Mann zu Mann klären und sprintete mit einem Messer bewaffnet wie ein koffeinhaltiger Wirbelwind auf mein nächstes Opfer zu. Den darauf folgenden Schuss in meine Rippen steckte ich dank dem zuvorliegenden 1 PS-Training locker weg und tacklete die arme Seele zu Boden. Nach all dem vermittelte mir Arthurs Gesichtskirmes einen etwas wahnsinnigen Vibe. Doch ich konnte unseren Fokus schnell wieder auf das Wesentliche lenken. Looten, Arthur. Einfach looten. Looten, looten, looten. Ich beseitigte die Spuren und ritt zufrieden über die nun freie Brücke, welche mich kurzerhand auch zu meinem Schuldeneintreibungsopfer führte. Die Qualität der Tür habe ich natürlich erstmal eingehend überprüft. Arthur ist ein Typ ohne Mitleid und Gefühl, kommt er auf dich zu und holt sein Lasso raus, dein Körpergewicht. Juckt ihn nicht, ein psychisch labiles Schnurrbartgesicht. Bondage! Hilfe, ich brauche wirklich Hilfe. Mindestens genauso viel wie er hier, der mir mein scheiß Geld nicht geben will. Eigentlich habe ich ihn nur eingeschüchtert und nicht mal geschlagen, aber das Spiel teilte mir hier sehr subtil mit, dass auch Worte wehtun können. Und so tauchte er in der nächsten Cutscene mit einem blutverschmierten Gesicht auf. Geld gab es aber trotzdem keines und ich zog unvollrichteter Dinge wieder von dann. Im Lager angekommen, schmiss ich mich direkt in die nächste Mission, die da hieß ein legendäres Tier jagen. Hierfür wurde ich aber vom Spiel erstmal dazu gezwungen, mich auf diesen Gigantos Maximus von Pferd zu setzen. Damn, boy, he's Und mit mindestens 7 PS unterm Sattel ging's auf zur Stadt, wo ich das gute Tierchen direkt mal verkaufte und mir an seiner Stelle das teuerste Pferd im Stall gönnte. Was? Das Spiel hat mich halt wieder unter Druck gesetzt und ich habe dann einfach drauf losgekauft, damit es aufhört, mich zu bedrängen. Mit Reitbesen ging's dann weiter in Richtung Missionsziel. Unterwegs stellte ich aber noch kurz meine Jagdkompetenz für dieses Unterfangen unter Beweis, indem ich mich wie ein Ninja an ein Karnickel anschlich. Wir wollen übrigens einen Grizzlybären jagen und benötigen hierfür einen Köder. Da unser Kollege andere Dinge zu tun hat, erklärt er uns in 10 Sekunden, wie ich diesen Köder herstelle. Und da diese Herstellung nur eine Sekunde dauert, ist das nächste, was ich herstelle, einen Verdacht, dass der Typ keine Ahnung von Zeitmanagement hat. Die Fährte der Lümmelnase aufgenommen, verstreute ich den Köder und wir versteckten uns hinter einem Felsen. Da das Spiel hier eigentlich geplant hatte, den Bären plötzlich und jumpscare-artig vor mir auftauchen zu lassen, drängte mich mein Kollege dazu, den Köder mal zu überprüfen. Und oh nein, der Bär, wie überraschend. Respektvoll durchsiebte ich ihn mit Kugeln und machte mich anschließend auf die Verfolgungsjagd. Und oh nein, der Bär! Arthur, der nach dieser fälligen Umarmung hier eigentlich ein Schnarchkonzert mit den Engeln geben sollte, hat es nicht nur überlebt, sondern das Duell in bester David gegen Goliath-Manier auch noch gewonnen. Oh, du Scheiße, du. Das Tierchen noch fix nackig gemacht, stolzierte ich zurück zu meinem Pferdlein und setzte mir das Ziel, dieses Prachtstück von Fell an den Mann zu bringen. Unterbrochen wurde diese Reise durch ein Fräulein in Nöten und ihr kurz aus ihrer misslichen Lage herausgeholfen, bat sie mich noch darum, sie mit in die nächste Stadt zu nehmen. Ich stand nun vor dem moralischen Dilemma, mein legendäres Bärfell oder die Dame hier zurücklassen zu müssen. Ich entschied mich natürlich für das einzig Richtige und war kurz darauf um $60 reicher.
Auf meiner Reise durch diese Welt kam ich noch an dieser Baustelle hier vorbei und achtet mal auf die scheiß Details in diesem Spiel. Der haut diese Nägelbolzendinger hier tatsächlich Stück für Stück in den Boden. Und wenn die ganz drin sind, geht er weiter zum nächsten. Was zur Hölle? Sowas hatte ich noch nie erlebt und ich beschloss kurzerhand mit Hilfe meines typisch stabilen Aimes als einziger Zeuge dieser sagenhaften Detailverliebtheit hervorzugehen. Die Dead-Eye-Fähigkeit setzte ich für diesen Kampf natürlich nicht ein, da ich diese viel lieber nutzte, um das Abkötteln meines Pferdes in Slow-Motion zu bestaunen. Es folgt nun eine kurze Info in eigener Sache. Um so langsam aber sicher mal in den oberen Riegen der Arroganz, Abgehobenheit und Geldgier eines YouTubers anzukommen, habe ich mich dazu nötigen lassen, mal die Kanalmitgliedschaft zu aktivieren. Ihr müsst mir natürlich kein Geld geben, aber wenn ihr unbedingt wollt, dann wäre ich ja schön blöd, das nicht anzunehmen, wa? Aber Judarum, was sind denn meine Vorteile, wenn ich dir monatlich Geld ins Gesicht presse? Keine Sorge, da ich es möglichst nutzerfreundlich und überschaubar gestalten wollte, gibt es keine. Mir Geld zu geben sollte schon Vorteil genug sein und eine Ehre darstellen. Nee, komm, ich schub's mal den Spaß hier ganz kurz beiseite. Gerne will ich mich natürlich irgendwie für eure Moneten bedanken und ihr erhaltet als Kanalmitglied die Adelrolle auf meinem Discord-Server und hebt euch damit ganz zurecht von dem widerlichen Fußvolk ab. Eventuell werden auch noch weitere Discord-Vorteile folgen, hier würde ich aber erstmal ganz geschmeidig abwarten, wie viele das denn überhaupt werden und was da so gewünscht wird. Aber das war's natürlich noch nicht, denn auf YouTube selber erhaltet ihr im Livestream-Chat noch einen hervorgehobenen Namen sowie exklusive Emotes, die gerade noch erstellt werden. Aber als Platzhalter dienen diese kartoffeligen Freunde hier so lange. Zudem erhaltet ihr als Kanalmitglied vorab Zugriff auf meine Videos. Ich werde versuchen, euch immer so mindestens einen Tag vor der regulären Veröffentlichung das Video zur Verfügung zu stellen. So könnt ihr schon vor allen anderen den Bums schauen, kommentieren und stellenweise die Luft in erhöhter Geschwindigkeit durch eure Nase befördern. Hier aber schon mal ein fettes Danke an alle Gönner-Entitäten da draußen und erneut die Warnung, ihr braucht mir kein Geld geben. Ich bin froh über jeden View, Like und Kommentar. Ich mache das hier auch ganz ohne Bezahlung weiter wie bisher. Eine Selbstständigkeit durch YouTube wäre zwar Oberaffen mega geil, aktuell aber noch nicht so wirklich in Aussicht und ich fokussiere mich lieber erstmal darauf, euch weiterhin geile Videos zu liefern, als die Monetarisierungsmöglichkeiten weiter auszubauen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Die vorhin genannten Vorteile können sich zukünftig noch ändern und anpassen. Ich teste aktuell etwas rum und weiß selber noch nicht so richtig, wo ich hin will. Zu Risiken und Nebenwirkungen verklagen Sie die Packungsbeilage und essen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ach ja, und wenn ihr euch fragt, was ich hier eigentlich mache, ich bin zufällig in ein weiteres Jagdgebiet eines legendären Tieres hereingestolpert und konnte dem Drang nicht widerstehen. Es handelt sich hierbei um einen legendären Biber, den ich aber fix ausmachen und mit Kugeln durchsieben konnte. Auch den Kollegen nackig am Boden zurückgelassen war mein nächstes Ziel, Black Bell. Wir erinnern uns an diesen Auftrag aus der letzten Folge, ein paar Revolverhelden aufzusuchen und darunter war nun mal auch diese gute Dame. Und was hat zwei Daumen, einen Schnäuzer und ist natürlich nicht geschissen bekommen, ohne in eine Schießerei verwickelt zu werden, von A nach B zu reiten? Richtig, Arthur, der an dieser von zwei Sheriffs begleiteten Gefängniskutsche vorbeikam und dem die Hilferufe der dort eingesperrten Dame viel vertrauenswürdiger vorkam als das Gerede der Gesetzeshüter. Also eigentlich hat die nicht mal irgendwelche Argumente vorgebracht und einfach nur geschrien, dass sie raus will. Naja, hat auf jeden Fall gereicht und ich schoss drauf los und ließ sie frei. Was dazu führte, dass auf einmal ein Haufen weiterer Gesetzeshüter auftauchten, die allesamt nochmal umgelegt werden wollten. Dem letzten smackte ich respektvoll noch meinen Colt ins Gesicht und damit war diese ganze Show auch wieder vorbei. Und die Belohnung für meine Heldentat? Ein Kopfgeld in Höhe von 115 Dollar. Scheiße, Mann, dafür muss ich ja eine Dame in Nöten gleich zweimal im Wald zurücklassen. Mit dem Gewehr voran begrüßte uns Black Bell und nachdem wir sie davon überzeugt hatten, kein Kopfgeldjäger zu sein, sondern nur ein Foto wollen, werden wir als Sprengstoffexperte eingesetzt und erhalten den Auftrag, die drei soeben eingetroffenen Besucher willkommen zu heißen. Ja, als ich das letzte Mal auf TNT losgelassen wurde, ist es maximal schief gegangen und endete damit, dass wir auf einen fahrenden Zug springen mussten. Doch diesmal folgte auf den Druck des Hebels das erwartete Boom und vor lauter Freude über die funktionsfähige Sprengfalle platzte der Typ am Steg direkt mal. Was uns allerdings eine Reihe an Angriffswellen bescherte. Diese überstanden, knipsten wir ein zugegebenermaßen sehr episches Foto der Dame, sie machte sich los und ich stand da im Sumpf rum und wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Nee, das war gelogen, ich wusste natürlich genau, was ich zu tun hatte. Oh damn, das Spiel weiß, wie es sich selber in Szene zu setzen hat. Ich erspare euch mal zu verraten, was mein nächstes Missionsziel ist, da wir dort sowieso erstmal nicht ankommen werden. Unter anderem, weil uns der Typ vors Pferd fällt und ich mich kurzum dazu entschloss, ihn zu einem Arzt in einer nahegelegenen Stadt zu bringen. Oh, wehe, du saust mir mein legendäres Biberfell ein. Dem Typen ging es wirklich nicht gut, weswegen ich die Shift-Taste noch fester reinpresste als zuvor und wie wir alle wissen, je härter man die Sprint-Taste reindrückt, desto schneller ist man auch. In der Stadt angekommen war diese bedrohlich verwinkelt, aber wie ein junger Gott manövrierte ich uns um die Kurven, um letztendlich mit Vollspeed gegen eine Straßenlaterne zu knallen. Was mein kranker Beifahrer nicht so gut verkraftet hat und sich dazu entschloss, einfach mal liegen zu bleiben. Ein bisschen überfordert mit der Situation wollte ich noch das Beste draus machen, indem ich die Mission abschließe und ihn zum Arzt bringe. Das hat dem Gesetz vor Ort aber irgendwie gar nicht so gut geschmeckt. Das ist ein Missverständnis, Leute. Der war schon halb tot und ich... Ach komm, Mann, ich versuche hier wirklich nur das Richtige zu machen. Eine weitere Frau in Nöten kam mir entgegen und diesmal sah es wirklich so aus, als könnte ich hier nichts verkacken. Weder wurde sie von einem Gesetzeshüter festgehalten, noch gab es Zeugen ringsherum, die mir etwas vorwerfen könnten. Also wurde es nun Zeit, sich als der Cowboy-Held zu beweisen, der ich sein wollte. Die bösen Jungs können sich warm anziehen, denn wenn jemand um Hilfe ruft, wird Arthur zur Stelle sein und ihnen das Handwerk legen. Das waren meine Abenteuer für diese Folge. Schau auch gerne meinen anderen Mist an und wir riechen uns, war haust rein. Tüdelü. Ein freundlicher Applaus und eine kurze Begeisterung für den physikalisch korrekt funktionierenden Schaukelschwulspiel. Schaukelschwul. Scheiße. Oh shit, der Ältestenrat von Twitter wird jetzt über mein Schicksal entscheiden, ey. Holy shit.